Weiter geht's mit Mario Kart Arcade GP. Ich hab zu spät ins Safe Set gesetzt. Musste ich mich beeilen mit dem Auswählen. Ach, der Wario Cup. Der Wario Cup. Diamond City. Meine zu rechte Hassstrecke aus Teil 1. Wobei ich glaube, diese eine Bowser-Strecke fand ich sogar noch schrecklicher. Okay, das Kart ist cool. Was ist das für eine Hintergrundmusik? Ein leichter Remix? Ach, keine Ahnung. Aber der Anfang klang irgendwie komisch. Ach, ich hasse die Kurve. Die Kurven auf dieser Strecke sind einfach so ein Müll. Oh Junge, ich hab's zu früh eingesetzt, das Scheiß-Item. Warum hängen die alle auf einem Haufen? Ja, war klar, dass einer reinfährt. Uff. Ich glaube, die Wolke ist leicht verbuggt. Die ist etwas gestretched. Das liegt ja an dem Widescreen-Hack. Dass manche Dinge halt etwas verbuggt sind, aber dafür ist im Großen und Ganzen das Spiel anschaulicher. Finde ich zumindest. Also ich finde, wenn man so jetzt irgend so ein 4:3 Spiel einfach nur zieht auf 16:9, dann sieht es richtig hässlich aus. Aber ich finde so ein Widescreen-Hack, der hat schon was. So, kriege ich den ersten Platz hier noch, Waluigi? Letztes Mal warst du so schlecht und jetzt? Es ist kommen, ich überhole jetzt Waluigi. Und dann in der letzten Kurve überholt er mich wieder. Zack. Okay, verfehlt aus irgendeinem Grund. Nein, nein, Waluigi, nein. Komm schon, komm schon. Yoshi, bester Mann! Oder besser Drache! Drache Yoshi. Ist Yoshi überhaupt ein Drache? Yoshi ist eher ein Yoshi, oder? Das ist verwirrend. So, was gibt's diesmal? Oh, das Bowser Original Card. Das sieht äußerst luxuriös aus. Wahrscheinlich hat Bowser sein Schloss dafür verkauft, um sich dieses Auto leisten zu können. Oder dieses Card, und jetzt kommt Doki Doki Panic, Snow Panic. Ich mag die Strecke ungefähr so sehr wie das Sorbetland. Also gar nicht. Ja, ich muss sagen, ich finde das Sorbetland mittlerweile eigentlich ganz cool. Hey, warum kriege ich jetzt den Flat? Ich habe den Flat doch schon benutzt. Seltsam. Vielleicht ist es diesmal der echte Flat. Oh ja, wie die Strecke schon losgeht. Oh, einer ist reingefahren. Das höre ich doch immer wieder gern. Zack, zack. Uff, 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 zack. Ah, die Coins sind auch anders geplaced.
habe nämlich zufälligerweise ein Video von mir angeguckt. Wie ich das so jeden Tag mache. Und das war zufälligerweise halt gerade dieser Cup. Ja, und da waren die Coins anders angeordnet. Ich weiß jetzt nicht, wie relevant die Information ist. Ich gehe mal von gar nicht aus, aber... ich muss ja auch irgendwas labern. Ich mag diese Kurven null. Ich komme auch nicht zurecht. Weil das Driften ist halt auch... naja, ich glaube, man muss es können. Man muss es können. Weil wenn ich jetzt irgendwie bei... bei Mario Kart DS oder so drifte, dann ist das easy. Aber hier, dieses Driften, hat schon was anderes. Geht bei Mario Kart DS snake ich aber auch die ganze Zeit durch, von daher. Schade, dass es hier nicht geht. Ich bin gerade auf so eine Fake... auf so ein Fake-Item-Ding reingefallen. Man kann bremsen. Man kann beim Driften bremsen. Ich habe jetzt zwar angehalten in dem Fall, aber... das ist doch eine sehr äußerst wertvolle Information. Beim Driften bremsen, das ist wirklich eine sehr wertvolle Information. Das erinnert mich an Mario Kart 8. Wo ich immer richtig scheiße war in 200, im 200er. Und dann, als ich wusste, dass man im Driften bremsen kann, habe ich einfach richtig abgeräumt. Und seitdem ist 200er meine Lieblingsklasse. Und fahre nichts anderes mehr, weil das andere mir zu langsam ist. Mario Kart 9 kommt dann 250er. Ja, das wäre cool, aber es wird nicht passieren. Krieg ich was? Ah, Special Frame, Selectable Doing. Ja, ich lese es immer vor, dabei steht immer das gleiche da. Ist eigentlich ein bisschen traurig. Ein wenig tragisch. Ein tragischer Umstand. Und diesmal bleiben jetzt die beiden Nacht. Was ist das eigentlich für eine Wolke? Ich kann nicht erkennen, was es darstellen soll. Dieser rote Eimer da. Whoop. Whoop. Tuk, tuk, tuk. Wer labert denn da im Hintergrund? Ich höre irgendeine komische Stimme. Also im Hintergrundsound vom Spiel, in die Musik. Ganz am Anfang. Ich höre es leider ganz schlecht, weil ich den Ton immer ganz leise habe. Wenn ich aufnehme. Aber ich höre es auf jeden Fall. Zack. Das Donkey Kong ist erster. Das lasse ich mir nicht gefallen. Au, Junge. Aber ich wurde mal von so einem Flat getroffen. Interessant. Hä? Bescheuert. Ich frage mich, ob ich auch noch Charaktere freischalten kann. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, es war in Teil 1 schon richtig belastend. Ich hatte anfangs Pac-Man genommen. Weil ich es lustig fand, aber... aber ich konnte ihn einfach nicht mehr wechseln. Das war richtig dämlich eigentlich. Ich glaube, man hätte ihn vielleicht wechseln können, wenn ich... hätte ich mal das Spiel richtig resettet und nicht immer nur die Save-Sets geladen, aber das Problem ist, das funktioniert nicht auf dem Emulator. Das ist noch zu verbuggt dafür.
Das ist verpackt, das ist halt einfach nicht implementiert, das Feature. Ich finde es auch schade, dass es nicht weiterentwickelt wird zurzeit. Also zumindest kriege ich davon nichts mit. Komm, Alter! Ich muss Donkey Kong noch einholen. Ich hole ihn nicht mehr rein. Also dann, wir sehen uns gleich beim ersten Platz. Ach, belastend. First place. Ich habe zu Waluigi geswitcht, weil ich immer switche. Ich hätte auch Bowser nehmen können, aber ich wollte Bowser nicht nehmen. Deswegen habe ich Waluigi genommen. Und ich habe letztes Mal auch nichts freigeschaltet, deswegen kann ich das schön rausschneiden. Waluigi Item, Strong Item that can shoot towards his enemies. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ich habe sie da mal nicht lesen können. Kann man Japanisch irgendwie schneller lesen? Weil das so schnell weggeht. Vielleicht ist es irgendwie so, dass man Japanisch schneller lesen kann. Und da dachte ich sich, ja, machen wir es innerhalb von 2 Sekunden weg. Ja, 2 Sekunden sind noch viel. Aber... nee, what's? Das ist ein Müll-Item. Nehme ich nicht. Ist es aus Super Mario Land? Super Mario Land 2. Ne, ich nehme mal noch diesen Stab, der ist neues. Kann wirklich sein, dass die Rapid Ears eine Anspielung auf Super Mario Land 2 sind. Super Mario Land 2 hatte ich ja auch mal im letzten Part gemacht. Also ich hatte nur dieses Boss Castle gezeigt. Habe ich die ganze Zeit gefailed. Eigentlich ziemlich dämlich, das Video. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe. Ich hatte wahrscheinlich einfach Lust, irgendwie so ein komisches Video zu machen. Was möglichst wenig Sinn ergibt. Zack. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde meine Videos von früher zwar... ja, ich weiß nicht, ob ich die gut finde oder nicht. Ich meine, gut finde ich die Videos heute noch nicht. Von daher. Aber ich fand es eigentlich ganz lustig. Weil ich habe diesen seltsamen Humor, den irgendwie nur ich verstehe. Oder ich lustig finde. Und ja. Zack. Bam. Jetzt funktioniert's. Manchmal kickt sie nicht weg, aber jetzt schon. Ah, ich wollte das Item einsetzen, hab's aber nicht hinbekommen, weil ich dämlich bin. Ich setz es einfach mal. Ich setz es hier ein. Peach, warte auf mich. Oh yeah! Waluigi ist echt ansteckend. Wenn man einmal von Waluigi besessen ist, dann... da gibt's kein Zurück mehr. Waluigi for Smash. Ich habe Smash eigentlich noch nie so richtig gespielt. Ich will es eigentlich mal machen, aber ich bin einfach kacke. Das ist traurig eigentlich. Ich habe ja auch Ultimate gekauft. Ich habe es jetzt nicht so lange gespielt, weil ich es verliehen hatte. Und jetzt habe ich es wieder und jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr darauf. Und jetzt muss ich noch Erster werden. Blendgranate, aber Peach. Das ist mir egal. Ich habe mich schon gewundert, warum das so leuchtet bei der. Ich dachte, das ist bei jedem so. Und jetzt fällt mir auf, dass es einfach nur ein Item war.
Reveal Virus. Hit Rival Cards to move the virus. Dr. Mario Anspielung. Diese ganzen Anspielungen. Und jetzt noch die Challenge Stage. Spät ist es eigentlich? 5.30 Uhr, also 17.30 Uhr. Ah, ich höre dann auf. Reach the Gold Ribbon Backboard. Get Mario Kart by Time Record. Ah, da dran erinnere ich auch noch. Geht hier ein Turbo statt? Ja, tatsächlich. Oh shit, ach, die Bananen sind die Schwierigkeit. Ich sehe nichts. Okay, das war easy. Hab ich das falsch gemacht? Time. Oh, das sind 0 Coins. 15 echt? Okay. Und sind es 15. Bin ich auch zufrieden. Evolution Ace. Evolutionsass. Na, jetzt bin ich erstmal der Wario Cup Gewinner. Und das reicht mir auch für heute. 55 Coins. Und? Oh, Mamechi Original Card. Was ist Mamechi? Ist dieses komische Ding, an das sich niemand erinnert. Coin Mine Explosion Contact. Oh, das ist cool. So, jetzt muss ich speichern. Ich tue mir schon mal das Speicherfenster herüber. Okay, ich kann es auch mit Hotkey machen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.